Mit über 800.000 Gästen und mehr als 300 Schaustellern gilt der Stoppelmarkt Vechta als eines der größten Volksfeste in Norddeutschland. Für Schaustellerchef Jürgen Meyer eines der wichtigsten Termine im Jahr. Und so kurz vor der Eröffnung gibt es noch immer die ein oder andere Baustelle. Moin, Michael. Grüß dich. Hat alles geklappt hier soweit? Hat er gerade gebracht, hat ihn verteilt. Ja. Oh, ist ja sehr nett. Schön. Nee, das macht er auch, ja. Alles gut. Alles gut. Ja. Wollen wir den Wagen jetzt stellen, den Wohnwagen? Wollen wir das machen? Ja, ja? Können wir machen. Okay, dann lass uns mal da runter gehen. Ja. Paul. Auf Paul ist Verlass. Ja. Ne? Man kennt und grüßt sich unter Schaustellern. Klare Sache. Neid und Konkurrenzdenken hier fehl am Platz. Der Hermann hier, ne? Der war letztes Mal vor 2 Jahren da. Ja. Aber mit der kleinen Bahn, ne? Mit der kleinen Bahn, ja. Ist auch schön, aber die ist sehr gut. Ja, 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 das ist ein ganz tolles Produkt. Kurzfristig soll noch ein weiterer Wohnwagen gestellt werden. Ein ganz besonderes Schmuckstück, das den Flair längst vergangener Stoppelmarktzeiten wieder ein wenig aufleben lässt. Ah, siehst du, der Rudi hat jetzt schon, ja, ja. Ja, ja, das macht der Rudi ja, ne? Wir haben die Möglichkeit bekommen, dass wir dafür noch einen Stellplatz, somit können wir den ausstellen in diesem Jahr und da sind wir natürlich auch stolz drauf, ne? Jawohl, alles klar, super. Ja, das ist ein Stück Kultur unseres Gewerbes mit dem Schindelwagen. Das sind die Wagen oder die Zuchtmittel, mit denen wir uns früher bewegt haben oder auch drin gelebt haben. Ja? Können wir natürlich gleich auch mal, wenn er aufgebaut ist, vielleicht noch mal einen Blick reinwerfen. Und ja, uns wurde das dies Jahr gestattet, dass wir einen Stellplatz dafür bekommen. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir sowas dann auch mal zur Schau stellen können, so ein Stück, ja. Wir fahren jetzt rüber. Fahren wir außen rum, Rudi? Fahren wir außen rum, besser? Fahren außen rum, ja. Ali, können wir die Theke einmal zur Seite stellen hier? Können wir die rollen? Bahn frei für das Museumsgespann. Ab in Waldig! Leute heutzutage! Hier ist nicht nur Muskelkraft, sondern auch äußerste Vorsicht gefragt. Der über 70 Jahre alte Schindelwagen ist so gut wie unbezahlbar. Und ein Unfall so kurz vor Eröffnung undenkbar. Okay. Ja, so geht's aber. Dass der Chef selbst mit anpackt, Ehrensache. Ja, wir leben das vor. So sind wir groß geworden und für keine Arbeit, was im Gewerbe anfällt, sind wir uns zu schade. Nee. Rudi? Ja? Willst du ein Stück Kaltes eben, schnell? Kurze Pause im mobilen Eigenheim. Ja, man freut sich natürlich jetzt auch, ne? Wir sind auch überwiegend drin, ne? Ja, 8, 9 Monate ist das dann unser Domizil oder unser Zuhause, dann auch mit unseren Familien, Kinder. Und ja, dementsprechend sind diese Fahrzeuge auch ausgerüstet, ja. Quadratmeter musst du schon haben, ne? Ja, aber schön vorsichtig sein, ne? Wo ist Hans denn? Der müsste bei Mama mit sein. Bei uns war der ganz Zeit nicht. Ne, war er nicht? Dann ist er bei Mama, ne? Okay, Jungs, tschüss. Ja, dann wollen wir mal reingehen, wie es drin ausschaut. Nicht so richtig am Stück. Ja. Doch. Da muss aber noch ein Bild hin vom Stoppelmarkt. Ne? Ja, ja, ich hatte. Ich habe noch. Mal hier reinkommt und Nahles hier reinkommt. Genau, wir haben noch Plakate über. Das werden wir dann gleich noch dekorieren. Aber ansonsten sieht das ja alles schon ganz nett aus. Haben wir es geholt oder wo sind die? Nee, bei mir. Letztes Jahr habe ich.
6 Stück gekauft. Die können wir dann nachher hier verteilen. Aber das sieht ja ganz ordentlich aus. Aber da sitzt er dann, weißt du? Haben wir es auch schön. Ja, vor Kopf, genau. Ja. Und ja, das ist ja halt, ne? Das ist die Tradition, ne? Ja. Und wann darf schon mal jemand bei uns im Wohnwagen rein, ne? Höchst selten, aber wir machen Ausnahmen. Der Wohnwagen hier, der ist von Hans Müller. Das ist der Vater von Jens Müller, also hier Jürgens Schwiegervater. Den haben sie sich damals mal bauen lassen. Der ist schon fast an die 100 Jahre alt. Und der ist vom Sackverein Bremen, ein Kollegialtum von Schaustellermännern oder Jungs, kann man sagen, voll restauriert worden. An der ersten Spitze Dirk König und der Vorsitzende ist Rudolf Robran. Und da haben die den in 3 Jahre mühsamer Kleinarbeit wieder so hergerichtet, wie er heute dasteht. Und somit können wir ihn dann auch für besondere Anlässe, gerade wie Fechter Stoppelmarkt, dann auch mal nutzen. Hier für den Bürgermeister Helmut Gels, und der hat ja immer prominente Gäste, wie in diesem Jahr höre ich Peter Altmaier oder auch Andrea Nahles kommen. Und dann ist es natürlich für die ganz schön, wenn die einmal in so einen Wohnwagen rein können, weil der ist normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Stoppelmarkt kann kommen. Zur finalen Abnahme des Wohnwagens kommt dann auch Marktmeister Jens Siemer vorbei. Ja, Jens, wollen wir eben einmal schauen, ob das so, ich glaube, das ist so okay. Bevor wir vorbeigehen, ist das schon. Ja. Mit dem Bulli davor geht natürlich gar nicht. Das schönste Auto, ja. Ich glaube, der bleibt nicht stehen, oder? Wir haben hier die Freifläche auch noch, dass man ja das Gewerbe noch einblicken kann. Hier haben wir noch Durchgang. Alles gut, oder? Brauchst du das Fenster nicht an den eigenen Wagen? Nee. Da oben ist ein bisschen knapp, aber das ist nur Plane. Alles gut soweit. Stoppelmarkt ist einer von den großen Veranstaltungen. Da steht die Bevölkerung hinter. Das macht den Stoppelmarkt aus. Das ist die 5. Jahreszeit. Und insofern ist mir da nicht bange. Ja, wir haben nicht... Es ist nicht zu heiß. Wir haben Mitte 20 Grad, ist angesagt, und dementsprechend schauen wir den Stoppelmarkt oder positiv entgegen und hoffen natürlich auf einen tollen Stoppelmarkt.